Ihr könnt's vielleicht schon im Titel lesen. Ich bin in dieser Folge fast ausgeflippt. Das Spiel hat mich mal wieder komplett betrogen. Anders da kann ich's nicht sagen. Was passiert ist? Wir haben einen neuen Jugendspieler noch, den ihr euch unbedingt anschauen müsst. Und dieser Verein, es geht drunter und drüber gegen allmögliche Gegner. Was passiert ist, seht ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch gerade in der Folge ganz, ganz viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Männer, ich sag's euch so, wie es ist. Heute muss was passieren. Und damit herzlich willkommen zurück. Es ist die FSV Frankfurt-Karriere, die momentan so ein bisschen so lala lief. Aber heute soll sich das ändern. Willkommen zurück im Karrieremodus, Gentlemen. So, ganz kurzer Rewind, was bisher passiert ist. Also, wir haben fünf Neuzugänge geholt. Diese fünf Neuzugänge kamen aus allen möglichen Bereichen Deutschlands. Skrabak von Borussia Mönchengladbach geholt. Felix Göttlicher aus Unterhaching. Minus Guras vom 1. FC Saarbrücken. Johan Aref Gomez vom FSV Zwickau geholt. Und wir haben einen Echttransfer noch nachgeholt mit Noah Awasi. Der ist tatsächlich zum FSV Frankfurt gewechselt. Das sind die fünf neuen. Und damit konnte der Umbruch beginnen. Und wir sind am Ende in einer aktuellen 4-5-1-Taktik gelandet, die am Anfang so lala lief. In den letzten zwei Spielen, wo ich selber gezockt habe, kann ich mich langsam damit anfreunden. Nur ich habe ein dickes Problem mit der Computer-KI. Ihr konntet ja die Wechsel mitbestimmen und wir haben versucht, uns da vorzukämpfen. Nur neun Spiele. 9 Punkte. Natürlich haben wir das schwächste Team der Liga, ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, da geht noch ein bisschen mehr. Und wir haben in den letzten paar Spielen, wer die anderen Folgen gesehen hat, wir waren dominant, wir haben alles gegeben, aber hier wären bestimmt 5, 6 Punkte mehr drin gewesen bisher. Heute soll sich das ändern, denn heute gibt es die nächsten Spiele. Wir spielen gegen Fortuna Köln, gegen Alemannia Aachen. Ihr habt übrigens entschieden, Dankeschön an alle Leute, die mitkommentiert haben und abgestimmt haben. Ihr wollt das Spiel gegen Lokomotive Leipzig sehen. Das wird es auf jeden Fall gleich geben und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Game. Und last but not least haben wir hier noch ein Game gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das werden wir auch noch mitnehmen. Ich habe ja momentan noch gar kein Geld zum Verpflichten, ne? Aber meine Transferliste ist auf jeden Fall komplett voll. Also hier sind auf jeden Fall ein paar Kandidaten dabei, wo ich sagen muss, da wird in der nächsten Saison definitiv eingekauft. Ihr könnt da natürlich mit abstimmen, was das betrifft. Und an der Stelle muss ich natürlich sagen, vielen, vielen Dank an die ganzen positiven Bewertungen der letzten paar Folgen. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch heute, wenn euch das Video wieder gefällt, einen Daumen nach oben da lassen, Kommentare schreiben. Ganz, ganz wichtig, Freunde, ohne die Kommentare können wir Leute nicht wissen, was euch gefällt. Dementsprechend Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und natürlich mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Ich hoffe, du bist auf jeden Fall dabei. So, und wir starten heute die Folge. Und zwar starten wir mal generell mit der Entwicklung so, weil wir haben ja jetzt inzwischen 3, 4 Monate schon rum in dieser Karriere. Und was hier auf jeden Fall auffällt, ich habe das nach Nummern sortiert, dass ihr die Top 11 gleich hier seht. Was auf jeden Fall ganz stark auffällt, ist, dass Manuel Reuter plus 2 gemacht hat, aber ich denke, der wird irgendwann eingeholt werden. Wir haben ja dann noch jemanden in der Jugendschule, der da gleich noch zum Vorschein kommt, da reden wir gleich noch drüber. Was auffällt, ist, dass Robin Williams und Sebastian Schreiber beide schon plus 2 gemacht haben. Das ist eigentlich eine echt gute Bilanz bisher. Einfach um zu sehen, hey, die zwei, die könnten tatsächlich um plus 5 und plus 6 hochgehen aktuell. Also ich halte an Sebastian Schreiber aktuell weiterhin fest. Ganz, ganz klare Sache. Und der Vollständigkeit halber, wir gucken nochmal hier übrigens, da ist er, Vincent Schuster. Mit seinem 56er Rating, dem habe ich ja beigebracht, dass er gleich RV lernen soll. Einfach, dass wir dann Vincent Schuster auf dieser Position haben. Den Kerl muss ich definitiv hochtrainieren. Den brauche ich auf jeden Fall, führt kein Weg dran vorbei. Und ich meine, Leute, machen wir uns leider nichts vor. Ich denke mal, mit dem Transferbudget,
Es wird nicht möglich sein, noch jemanden zu verpflichten dieses Jahr. Das glaube ich einfach nicht. Ich kann auch keinen mehr verkaufen. Also, ich habe zumindest keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Ich denke mal, wir werden mit dieser Mannschaft wohl bis Ende der Saison spielen müssen. Ja, und mein Hoffnungsträger in diesem Team war ja eigentlich Johan Erif Gomez, ne? Und ich muss tatsächlich gestehen, dass das bisher noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei war, ne? Ich habe ja jetzt Leonardo Lapré, habe ich jetzt ZOM beigebracht. Das habt ihr in der letzten Folge noch gesehen. Und ich bin am Überlegen, weil der Saarländer hatte das auch geschrieben, später im Live-Spiel minus Guras mal im Sturm zu spielen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das dann im Mittelfeld umsetze, aber ich werde mir da was einfallen lassen. So, jetzt haben wir den Positionswechsel, den habe ich gerade eben schon angesprochen von Vincent Schuster. Da ist er auf jeden Fall. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht hochgehen. Ah doch, er geht sogar eins hoch. Guck mal, sehr, sehr geil. Dann hat er jetzt auf jeden Fall schon mal 57. Ich muss bei ihm auf jeden Fall auf den Entwicklungsplan gucken. Ganz, ganz safe. Ich muss gucken, dass der unglaublich schnell irgendwie Punkte nach vorne machen kann, dass ich den so schnell wie möglich hochziehen kann. Das ist genau der richtige Mann, den wir brauchen. Und natürlich, das haben wir ja am Anfang der Karriere gesagt, wenn wir den hochziehen, dann schauen wir natürlich bei Transfermarkt, wer denn in der U19 oder in der U17 vom FSV Frankfurt da spielt. Und wir werden dann diesen Spieler genau in diesen Spieler umbenennen. Ist ja ganz, ganz klar. Einfach, um ein bisschen mehr Realität noch reinzubringen. Apropos Realität. Die Realität ist auch, dass wir Punkte brauchen. Und Marquet vorne bei Fortuna Köln ist aktuell einer der besten Torschützen der Liga. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ganz im Gegenteil. Macht genauso weiter wie vorher. Aber Jungs, bitte schießt diesmal die Tore. Und übrigens, Funny Fact an der ganzen Geschichte. Ich sehe übrigens, dass Batarillo bei Fortuna Köln spielt. Da habe ich ja auch noch eine kleine Vergangenheit, was das betrifft. Also hoffen wir mal, dass das jetzt gegen Fortuna Köln besser laufen wird. Oh, Achtung. Achtung, erste Chance. Und Sebastian Schreiber. Der ist gut, der Mann. Der ist gut, der Mann. Ich halte an ihm fest. Er ist gut. Aber Köln ist am Pressen. Köln ist so am Pressen und Schreiber ist so am Halten. Meine Güte, zweite Glanzparade von Sebastian Schreiber. Vielleicht mal ein Konter jetzt. Schön. Ah, oh, schade. Schade, schade, schade. Gute Chance von Gomez. Also Fortuna Köln bisher ganz, ganz klar besser. Muss man leider so wirklich angesichts der Tatsache wirklich ernst nehmen. Achtung, jetzt die Chance. Nein. Boah, wieder die Chance für Gomez. Schade. Ja, und jetzt der Gegenzug. Oh, und Schreiber. Ein Weltklasse-Keeper. Ja, vor der Halbzeit nochmal kommen. Ah, schade. Halbzeitpfiff, aber eine unglaublich interessante Halbzeit. Oh, Achtung, das ist wieder ganz gefährlich. What? Meine Güte. Also, Sebastian Schreiber mit einer 9-5, Alter. Man of the Match aktuell. Ja. Ah, das ist zu ungenau. Das ist noch zu ungenau, aber war eine gute Idee. So, jetzt vielleicht die Kontergelegenheit. Jetzt die Kontergelegenheit. Achtung, Skrabak. Skrabak? Oh! Ungehalten von Weiß. Nochmal Eckball. Gute Chance. Boah! Und wieder Weiß. Ja! Nein, Latte! Wieder nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Jungs, macht doch die Dinger rein! Ja, und jetzt Marquet und 1-0. Das ist doch nicht zu fassen. Es ist jedes Spiel das gleiche. Es kann nicht sein. So, und das wird wahrscheinlich die nächste Niederlage werden. Diesmal gegen Fortuna Köln. Und auch hier, das ist wieder ein Spiel. Ja, okay, 2-0 fällt nicht. Das ist noch eine Formsache. Aber ihr seht ja, auch wenn Fortuna Köln jetzt hier 1-0 gewonnen hat. Ihr seht ja, es ist immer mehr drin. Es ist immer mehr drin und die machen die Dinger einfach nicht rein. So, damit bleiben wir auf Platz 18. Wir bleiben mit 9 Punkten am Tabellenende. Und ja, es ist vollkommen klar. Also, Lok Leipzig ist Siebter. Das Ding muss gewonnen werden. Zu 100%. Ich muss das Ding gewinnen. Und Leonardo Lapré, der ja auch eine Chance verballert hat, der bekommt jetzt seine ZOM-Position. Das haben wir ihm ja beigebracht. Da haben wir ja gesagt gehabt, er ist die beste Position dafür. Er bleibt zwar jetzt auf 62, aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht so schlimm. Und Gerold Steiner,
Der setzt sich jetzt erstmal in die Pressekonferenz. Nach einem doch eher durchwachsenen Saisonstart ist die Mannschaft gut genug, um die Wende zu schaffen. Noch kann alles passieren. Selbstverständlich ist noch nicht mal die Hälfte der Saison. Auf dem Papier ist Lokomotive Leipzig und der FSV Frankfurt ziemlich ebenbürtig. Das kann sogar gut möglich sein, aber trotzdem, wir dürfen Lokomotive Leipzig auf gar keinen Fall unterschätzen, ist doch gar keine Frage. Der FSV Frankfurt ist aktuell außer Form. Was sind die Gründe dafür? Ich muss sagen, mir fehlen da schon ein bisschen die Worte, ne? Es ist echt schwer zu sagen, weil wir sind einfach ein echter Chancentod immer noch. So Jungs, und ich bleib dabei. Jetzt muss was passieren. Jetzt muss was passieren. Lok Leipzig mit der Fünferkette. Es muss jetzt irgendwie was passieren. Ich werde Riesenprobleme haben, da hinten durchzukommen. Aber irgendwie muss es machbar sein. Wir müssen das Ding jetzt endlich gewinnen. Egal was passiert. Ich werde alles geben. Ich hoffe, ihr belieft irgendwie ein bisschen an mich immer noch. Und wir sehen uns gleich im Stadion in der PSD Bank Arena in Frankfurt. Bis gleich. Wir sind in der PSD Bank Arena und es ist das Spiel, wo ich wirklich sagen muss, irgendwie muss ich da jetzt durch, ne? Es bringt mir ja nichts. Ich habe heute übrigens mal hier die Kamera umgestellt, ne? Einfach weil ich jetzt mal testen wollte, ob ich so eventuell mehr Anspielstationen habe, weil da muss ich nämlich gestehen, das war in der letzten Folge auch so eine Sache, was mich richtig geärgert hat irgendwo. Göttlicher ist da. So, und jetzt muss ich irgendwie in den Konter rein. Lapré, das ist zu langsam. Das ist viel zu langsam. So, Gomez ist aber alleine. Ja, toll. Super Fehlpass von Gomez, klasse. Ich muss jetzt einen richtig guten Aufbau irgendwie hinkriegen. Irgendwie, vielleicht wieder über außen. Skrabak. Ja, ist ein bisschen schneller. Kann mal flanken. Oh, Achtung, das ist gut. Guras. Oh, schade. Schade, okay. War ein Versuch wert. Asuak. Dieser Gomez gefällt mir noch überhaupt nicht. Also, da ist noch überhaupt keine Chance, ey. Aber das ist halt die Fünferkette. Das ist halt der Scheißtrick, wenn du gegen eine Fünferkette spielst. Das ist halt echt ein Problem. Das ist halt echt ein verdammtes Problem. Boah, Berger. Achtung, Chance. Pfeffer. Nee, leider nicht. Okay. Erste Chance. Erste Chance für Lok Leipzig. Lapré. Lapré, Gomez. Und jetzt Gomez. Mach ihn mal. Ach. Wieder nicht. So, und jetzt Achtung. Lok Leipzig kommt. Achtung, Lok Leipzig kommt. Nicht zu früh rausrücken. Nicht den Fehler machen. Von Schröter hat ihn. Es war nicht schlecht bisher, aber halt immer noch kein Durchkommen irgendwie. Ich meine, von den Werten her, ob ich jetzt Guras in den Sturm stelle oder ob ich jetzt Gomez in den Sturm stelle, da kommt völlig das Gleiche raus. Abgesehen davon hat Gomez 70 Dribbling, das kommt ja auch noch dazu. Also daher, es ist schon richtig so, wie es aufgestellt ist. Ich muss irgendwie mir was überlegen. Ich muss mir irgendwas gegen diese Fünferkette einfallen lassen. Vielleicht wirklich mal ein bisschen noch mehr die Außen mitnehmen. Irgendwie Skrabak irgendwie und Guras Außen. Das könnte vielleicht die Lösung sein. Cirnomut. Aber auch hier wieder. Wenn ihr euch das mal anguckt, wo soll ich hier hin? Wo soll ich da hinspielen? Guckt euch mal an, wie die hier da stehen. Asuak. Lapré. Und jetzt Gomez. Gomez! Nein! Dickmann. Ah, daneben. Gibt wieder Ecke. Oh nee, es gibt sogar Freistoß wegen Handspiel. Okay. Oh, das ist jetzt natürlich eine Position für Minus Guras, wenn ich ehrlich bin. Der muss rein. Kurz antippen, der muss rein. Guras. Schade, Dickmann. Was? Hackespitze 1, 2, 3 von der Computer-KI in der Regionalliga. Das gibt's ja wohl nicht. Guckt euch das mal an, ey. Okay, gut, guter Ball. Ich habe jetzt übrigens reingestellt Vorstöße an der Seitenlinie. Vielleicht hilft das ja mal irgendwas. Lapré. Aber auch hier wieder keine Anspielstation. Gomez, jetzt mach ihn. Gomez, nein. Nein, nein. Das gibt's einfach nicht. Mit den Fingerspitzen ist Dickmann noch dran. Gutes Spiel jetzt von uns. Sehr, sehr gutes Spiel. Asuak. Asuak. Und da kommt er angelaufen. Da kommt er angelaufen. Nein. Leider nix. Ach, guck mal, wie die da rausgepresst kommen mit ihren 6, 7 Leuten, ey. Achtung, Reuter, wichtiger Zweikampf. Reuter, ganz wichtiger Zweikampf. Und jetzt Skrabak. Skrabak. Einmal hoch. Auf Lapré.
Lapré runtergepasst. Asuak. Und jetzt Tschernobut! Latte! Das gibt es nicht! Okbidi. Achtung, 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 Achtung. Okay, ist weg. Guras. Und da oben läuft er. Ah, kommt Skrabak aber nicht hin. War eine gute Vorstellung bis hierhin. Aber jetzt Achtung. Jetzt Achtung. Weißt, und dann wieder... Ach komm, Dicker, hör doch auf. Also ganz... Nee, komm. Nee, komm, hör doch auf. Also, sorry, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, oder? Also... Tut mir echt leid, also das ist einfach Betrug. Es ist einfach nur Betrug, tut mir leid. Ich weiß auch echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. So, lass mich raten, jetzt ist Schlusspfiff? Ah ja, klar, natürlich. So, und ich habe auch wirklich jetzt die Faxen, Dicke. Das war auf jeden Fall das Zeichen. Wir haben es in den Kommentaren schon besprochen. Der Daniel hatte schon was dazu geschrieben. Der Saarländer hatte auch was dazu geschrieben gehabt. Ein paar Leute von euch auch. Und sorry, tut mir leid, wir werden das nächste Mal auf Weltklasse stellen. Also tut mir echt leid. Das hier ist ein absoluter Betrug. Und ich bin sprachlos. Tut mir echt leid. Also sorry, noch klarer konnte das jetzt nicht sein. Tut mir echt leid. Ihr werdet wahrscheinlich das genauso sehen wie ich, wenn ihr das Spiel so gesehen habt. Sah ganz nach einem Unentschieden aus. Warum konnte Lok Leipzig in den letzten Minuten den Siegtreffer machen? Ja. Was soll ich da jetzt für eine Antwort geben? War Pech vielleicht? Schweres Spiel heute. Hat ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt? Nö. Unser Selbstvertrauen ist toll. Ganz einfach. Nattermann war heute einer der Besten beim Gegner. Ist das so? Weiß ich jetzt gerade nicht. Wir müssen schauen, was wir besser machen können. So, und da sind wir also übrigens, ganz ehrlich, Arschlecken, EA Sports. Ganz ehrlich, ihr habt das ganz genauso gesehen wie ich. Ich sehe das alles nicht ein. Tut mir echt leid. Es wird jetzt auf Weltklasse gespielt. Ich habe jetzt auch die Schnauze voll, darüber zu diskutieren. Und vor allem habe ich es auch satt, mir jedes Mal den Spielspaß nehmen zu lassen bei so einem Betrug. Ich stehe mit Gomez komplett allein vorm Tor. Tschernomut haut das Ding unter dem Pfosten. Ich kann drauf schießen, wie ich will. Und dann kommt ein so ein Sonntagsschuss ganz zufällig in der 92. Und plötzlich ist das Ding drin. Nee, Arschlecken. Also ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Punkt. Thema beendet. Wir spielen ab sofort auf Weltklasse. So, ich bin immer noch ein bisschen angefressen, wenn ich ehrlich bin. Merkt man wahrscheinlich auch so ein bisschen. Aber ich meine, es hilft mir ja nichts. Es muss ja irgendwie weitergehen, ne? So, und dass jetzt alle mal in die Aachen kommen, macht die ganze Sache auch nicht besser. Siehe Becker links, siehe Blumberg rechts, Maus im Sturm. Sieht nicht besser aus. Also, wir gehen in die Simulation jetzt gegen Aachen. Mal gucken, was da möglich sein wird. Also, wir sehen uns gleich bei der Alemannia. Du kommst dir ja teilweise echt vor, als hätte sich da in-game irgendwas gegen dich verschworen, ne? Und das ist ja auch dieses Problem, was in Ultimate Team immer ist. Du kannst es dir nicht erklären, was da los ist. Wir spielen übrigens in Weiß, by the way. Das sieht gut aus. Minus Guras, erste Chance. Und jetzt ist das Ding drin. Minus Guras. Grüße gehen raus an den Saarländer. Ja, erstes Tor, Minus Guras, 1-0 gegen Aachen. Okay, Schreiber hält. Ich muss übrigens nochmal die Taktik ein bisschen umstellen wegen der Defensive, weil ich glaube irgendwie, dass ich ein bisschen zu offensiv stehe. Das geht nämlich viel zu leicht, dass die da durchmarschieren können, wie ich finde. Oh Gott, ein Lattenknaller kommt jetzt auch noch dazu. Also ich werde in der Halbzeit definitiv mal umstellen. Es dürfte gleich Halbzeit sein. 1-0-Führung in die Halbzeit retten. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut gegen Aachen. Das ist sehr gut. So, Jungs, guck mal, bevor wir die zweite Halbzeit machen, ich probiere jetzt mal hier was anderes aus. Guck mal, das ist normalerweise die 4-2-3-1, aber mit einem LM und mit einem RM. So, das habe ich jetzt mal so umgewandelt. Ich habe dafür Tschernomut rausgenommen und habe jetzt Burdenski rein, dass wir zwei ZDMs haben. Ich habe bei den Anweisungen Williams und Reuter gesagt, die sollen hinten bleiben. Und Asuak, Burdenski sollen die Passwege zustellen und gleichzeitig sollen dann hier Guras und Skrabak sollen dann hier in die Mitte ziehen. Mit Abwehr überlaufen am besten. Probier mal das Ganze mal. Würde mich mal interessieren, ob das so besser funktioniert. Ich meine, klar, ob das jetzt klug war, die Taktik zu wechseln bei einer 1-0-Führung, weiß ich jetzt nicht. Aber trotz allem
glaube ich, dass es so besser funktionieren könnte, weil ich stand hinten viel zu offen. Ja, so viel dazu. Okay, so viel dazu. 1-1 Aachen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt steht's 2-1 Aachen. Es ist doch einfach nicht zu fassen. Das gibt's nicht. Steht alleine vorm Tor und macht's wieder nicht rein. Wieder nix. Wieder einfach nix. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Jetzt ist die ganze zweite Halbzeit nichts passiert. Aachen kommt zweimal vor die Hütte und zweimal ist das Ding drin. Ich bin echt sprachlos und das, obwohl wir mit der neuen Taktik so besser waren. Ich bin echt sprachlos. Jetzt sitze ich hier um 2.40 Uhr und ich habe das jetzt so übernommen, so wie ich mir das gedacht hatte. Und ich frage mich wirklich, was ich hier tun soll, ne? So, wir haben jetzt den 1. November. So, und das bedeutet jetzt, dass wir auch das monatliche Scouting-Update haben. Was haben wir hier drin? Ist da irgendeiner dabei, den wir brauchen können? Joshua Herrmann 350.000 geht mal mit. Max Fischer 180.000. Ne, alle anderen sind mir zu wenig. Okay. Oh, aber Joshua Herrmann, das könnte tatsächlich ein ZOM sein. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viel. Zwei Wochen. Tatsächlich, das könnte tatsächlich ein ZOM sein. Den will ich mal versuchen umzuwandeln. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir hier ein nächstes gutes Talent haben eventuell. Ja, Jungs, ich muss sagen, ich war noch nie so gefrustet wie aktuell jetzt, ne? Und jetzt kommt Rot-Weiß Oberhausen als Gegner. Auch hier gehen wir in die Simulation rein. Wisst ihr, das Ding ist ja, ich glaube, und das ist nicht gelogen, ich glaube in FIFA 21 hätte ich hier in den letzten drei Folgen, hätte ich inzwischen, glaube ich, 8 oder 9 Punkte mehr geholt. Es ist einfach absoluter Wahnsinn. Also was hier heute schon wieder passiert, ist einfach absoluter Wahnsinn. Das ist jetzt das erste Spiel mit der neuen Taktik. Ich hoffe, dass das gut funktionieren wird. Und gleichzeitig ist das ja auch ein erster Test, um... Ich lasse es jetzt mal unkommentiert so stehen. 1-0 minus Guras. So, und die Abwehr scheint jetzt tatsächlich mit den zwei ZDMs ein bisschen besser zu stehen. Also wenn ich das jetzt hier so richtig beobachte, es könnte es sein, dass ich auch falsch liege. Es ist halt nur Wahnsinn, dass du gegen Aachen zwei Aktionen gegen dich kriegst und plötzlich zwei Tore drin sind. Aber es funktioniert ja, ihr seht's ja. Und oben wieder Guras. Und Guras mit dem 2-0. Ist das endlich die Taktik, die wir brauchen? Natürlich. Natürlich, wie soll's anders das sein? Ich wollte mich schon aufs 3-0 freuen. So, und jetzt wahrscheinlich ist es doch so, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder das Gegentor kriege, oder? Oh ne, Schreiber hält. Okay, ich habe nichts gesagt. So, jetzt dürfte gleich Halbzeit sein. Okay. Ist es auch. Minus Guras mit dem Doppelpack. Grüße gehen raus an den Saarländer. Ich sollte ihn in den Sturm stellen. Braucht man nicht. Geht auch so. Naja, aber es ist halt, also, das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass das jetzt auf einmal so funktioniert. Ey, es ist Wahnsinn. 7-4 Schüsse. 5-3 Chancen. Wir sind eindeutig besser wie Oberhausen. Und die nächste Chance. Und jetzt macht Skrabak auch sein Tor. Die LM und RM, sie schreiten voran. 3-0 Skrabak. Frankfurt lebt. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Und jetzt führen die hier gegen Oberhausen 4-0. Und minus Guras macht den Hattrick. Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Das muss mir mal irgendeiner erklären. Ja, Schreiber hält. Schreiber hält. Also, muss man so nahlos anerkennen. Schreiber hält heute. Ja, ich wollte eigentlich noch wechseln, aber das sieht jetzt anscheinend nicht mehr so aus, dass das jetzt zeitlich noch klappt. Ich meine, gut, dann ist es halt so. Ja, okay, nee, es wird tatsächlich nochmal gewechselt, kurz vor Schluss. Aber das war es jetzt wahrscheinlich. Es ist ein 4-0 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Jungs. So, und jetzt könnte man eigentlich meinen, das Tabellenbild sieht eigentlich genauso aus wie vor dieser Folge, ne?
Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir haben zwar die meisten Gegentore mit Hessen-Kassel, gegen die müssen wir ja auch noch spielen, das kommt ja auch noch dazu, aber da schießen die auf einmal gegen RWO. RWO ist übrigens Zehnter, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Also da machen die einfach 4-0 nieder. Weil so wie das Ganze jetzt aussieht, übrigens Schreiber ist inzwischen auf dem 60er Rating. So wie das jetzt aussieht, ich kann das jetzt nicht mehr umstellen. Hallo, wenn die Taktik so funktioniert wie gerade eben, dann muss ich das jetzt so lassen. Das ist gar keine Frage. So, und dann gucken wir nochmal ganz kurz Joshua Hoffmann, ob ich da eventuell recht hatte. Das war ja ein MS. Ich habe aber gesehen, dass er nicht wirklich viel Schießen hat, dafür aber mehr passen. Normalerweise müsste das ein ZOM sein. Und der geht auf 58 hoch. Und das mit 17 Jahren. Oh, das ist ganz interessant. Ja gut, also Leute, wir sind uns doch auf jeden Fall alle einig, dass wir auf jeden Fall Joshua Herrmann und Vincent Schuster, dass wir die beiden, wenn es soweit ist, auf jeden Fall hochziehen. Ich glaube, da sind wir uns doch alle einig, oder? Und vor allem Joshua Herrmann, das könnte tatsächlich einer sein, der mich aus der Misere holen könnte. Wir müssen nämlich irgendwann die ZOM-Position noch ersetzen und der Junge wäre perfekt dafür. Wenn der sich wirklich gut entwickelt, dann wäre das eine gute Gelegenheit, genauso wie Vincent Schuster. Und bis dahin, bitte Leute, spamt die Kommentare voll. Wieder mit Spielervorschlägen, mit allem, was ihr habt. Und vergisst nicht, dass in der Infobox und in der Kommentarfunktion, dass da ein Link ist, wo ihr abstimmen könnt. Wer der nächste Gegner nach dem 4-0 gegen Rot-Weiß Oberhausen ist, ist eigentlich der absolute Wahnsinn, ne? Und da sind ein paar ganz, ganz interessante Spiele dabei. Nämlich das Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt, das Heimspiel gegen die Kickers Offenbach. Und wir haben das Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena. Das sind die drei Spiele, die ihr jetzt abstimmen könnt. Die werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall machen. Ich bin immer noch hin und her gerissen, was diese Folge betrifft. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt im Karrieremodus, sage ich euch so, wie es ist. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Würde mich echt interessieren. Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine Lösung. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Danke, dass ihr zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.